Schweizer, wie geht's euch, meine Freunde? Ich hoffe, alles fit bei euch. Hier jetzt die versprochenen News zum kommenden Album. Erstmal will ich mich bei euch bedanken für den Support, eure Unterstützung. Ihr habt gezeigt, dass ihr hinter uns steht. Und die Erwartungen sind sehr groß, was ein sehr schönes Gefühl ist. Ich habe wirklich gemerkt, dass die Erwartungen in den Monaten und letzten zwei Jahren, was ja die längste Schaffenspause von mir war, wirklich gestiegen sind bei den Leuten, was auch ein sehr gutes Gefühl war. Ich bin sehr stolz auf das Album, es wird ein sehr, sehr gutes Album. Ich denke, euch wird es auch sehr gefallen. Ich sage erstmal ein bisschen was über das Album, bevor ich den Namen präsentiere. Das Album ist sehr inhaltsstark. Ich habe sehr viel auf den Inhalt gelegt. Es war mir sehr wichtig, dass es Messages hat, dass es Tiefe hat, dass es die Leute berühren wird. Das heißt, es wird ein sehr, sehr gefühlsstarkes, inhaltsstarkes, messagereiches Album werden, wo ich sehr viel von mir wieder preisgebe. Ich bin auch ein bisschen auf Sachen und Wünsche eingegangen, die ich von Fans wahrgenommen habe, die gesagt haben, hey, mach mal wieder was wie Reflexion, so ein bisschen Storytelling und so. Das habe ich gemacht und umgesetzt. Aber jetzt die spannende Frage, wie heißt das Album? Das Album wird heißen Nebel. Und zwar ist Nebel Leben rückwärts. Warum habe ich es nicht Leben 2 genannt? Weil Leben 2 noch erscheinen wird, und zwar 2013. Ich habe irgendwann erkannt, es ist ein sehr großes Werk, das Leben 2 bedeutet mir sehr, sehr viel. Und bin schon sehr intensiv an der Arbeit für Leben 2, aber habe einfach gesehen, es würde noch länger dauern, und da ich jetzt schon zwei Jahre eine Kreativpause bzw. Schaffenspause hatte, nach außen hin wollte ich das nicht, und habe dann angefangen, ziemlich früh ein Album zu bauen, was den Leuten Zufriedenheit gibt, die auf Leben gewartet haben, die trotzdem eine sehr, sehr hochqualitative Platte erwarten können, mit sehr viel Inhalt, sehr viel Gefühl. Ich habe auf jeden Fall geguckt, dass ich nicht nur mich zufriedenstelle diesmal, sondern auch euch einige Sachen gebe, auf die ihr gewartet habt in den letzten Jahren. Die letzten drei Alben, die ich gemacht habe, waren auch direkt und sehr kompromisslos in die Fresse, und dadurch ist bei mir jetzt auch der Hunger entstanden, dass ich gesagt habe, okay, jetzt will ich nicht mehr, sage ich mal, ignorante Texte schreiben, was mir auch gefällt, einfach nur die Ignoranz so. Diesmal bin ich Inhalt, ich will mein Herz wieder öffnen, ich will meine Seele öffnen, ich will den Leuten wieder etwas mit auf den Weg geben, so von mir. Der Erscheinungspunkt, Features und andere Infos werdet ihr beim nächsten Mal, vielleicht bei 100.000 Klicks, kriegen, aber auf jeden Fall kommen die Infos nach und nach. Und wie gesagt, ich freue mich sehr, dass ihr mich unterstützt. Bleibt so, gebt euch das, es kommt von Herzen. Arze, B2Z.